Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Mir ist gerade im letzten Moment erst aufgefallen, dass ich mich nicht dahingestellt habe. Warte mal, erst mal nachholen. Was nehmen wir denn? Das hier. Okay. So. In der letzten Folge haben wir Parallel-Quests gemacht. Und meistens gegen Vegetto gekämpft. Sehr geil. Und wir haben jetzt hier nur noch 4 Missionen. Ich habe absichtlich 4 gesagt, weil Trunks hockt immer vor der Weltkampfarena. Also bei denen gibt es auch noch eine. Die haben wir ja mal irgendwann mal angeguckt. Aber erstmal machen wir die. Und ich habe natürlich wieder hier eine Ohnmacht bekommen, als ich gesehen habe, was hier wieder verlangt wird. Raditz und Nappa besiegt. Super. Wieder eine Escort-Mission. Ich krieg die Krise. Besiege Gotenks, Son Gohan und Vegeta. Ja. Hoffentlich sind nur die 3 da. Oh Gott, das könnte lustig werden. Oh, zweite Version. Ich drücke mal den falschen Knopf. Super Saiyajin, Super Kamehameha, Super Drachenfaust. Der haben wir, glaube ich, auch die Version. Ich freischalte der. Okay, die hatten wir. Und wieder immer super gut. Geil. Okay. Letzte Part, den ich heute aufnehme. Das heißt, wir schaffen heute nicht alle Parallelquests. Aber es sind nur 2-3 übrig danach. Saiyajin-Kampf. Du hast 2 Balken, ehrlich. Okay, ist der letzte Rang, ne? Nehme ich an. Wenn er noch einen Rang kommt, ne? Ich weiß doch, wie halt im Monster Hunter die ganze Zeit gelaufen ist. Kam immer wieder ein neuer Rang. Immer und immer wieder. Wenn das Spiel ist vorbei, dann kommt noch ein Rang. Was ist das? Ja, solange er nur 3 super starke Gegner ist, ist er kein Problem. 62. Und soll ich eine Escort-Mission machen? Die habt ihr dann immer alle. Jawohl. Ich achte irgendwie gar nicht drauf, aber setzen meine Charaktere überhaupt auch Ultimates ein? Ich achte irgendwie nie darauf. Oh nein, da kommt schon jemand. Jetzt schon. Warum fragt mich das jemand? Jeder. Ja, ich bin Super Saiyajin. Ein Saiyajin. Sieht irgendwie so komisch aus, dass man den Bizeps von Vegeta sieht durch diesen Anzug. Was man eigentlich nicht konnte, glaube ich. Und posen. Dieses Gelache immer am Ende. Ey, Vegeta hat Vegetto weggeschwunden, das gibt's doch nicht. Die Tochter tun aber wahrscheinlich nochmal wieder belegt werden, ne? Ja, ich will Vegeta, ich will Gotenks platt machen. Ich bin mir irgendwie sicherer, wenn wir nur 2 Gegner sind. Oh Mann, echt. Oh, warte doch mal. Was ist das? Was ist das? So. Nächster. Ich hab diese Kombo gemacht. Was hab ich? Frustrat.
Du bist hinter mir, ich treffe dich trotzdem. Wir sind schon Gohan überhaupt. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Gibt's auch ein cooles Kamehameha? Ja, der am besten. Also, nein. Irgendwie sind Bo und Son Gohan weg. Ja, die ist da hartnäckig. Ich glaube, die ganze Zeit da hinten oder was? Vegeto macht wenigstens hier was. Den sehe ich mal, dass der irgendwas macht. Ich von anderen Gefährten nicht so sagen kann. So, sehr gut. Oh, erstmal Pause. So. Jetzt komme ich. Okay, wie lediert ist Son Gohan? Mann. Oh, echt. Habe ich, wie lange die Kämpfe dauern würden, wenn ich nicht eingreifen würde. Oh, da unten sieht man Meister Kutz Turm. Den Krippenturm eigentlich. Das ist aber ein geiles Detail. Ah, komm weg. Wahrscheinlich in unter 5 Minuten erledigen, ne? Wenn ich gerade so nicht schaffe. Ne. Super Bo ist irgendwie die ganze Zeit am Leben. Warum konntest du halt nicht in dieser eine Parallelquest? Ha, ich bin zu weit weg. Ha, 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 ha. So. Okay, sehr gut. Hör endlich auf. Okay. Eine Parallelquest schon mal geschafft. Jetzt muss ich auch wieder dran denken. Ich habe jetzt schon lange, wenn man diese Typen, die hier so Ginyo-Frost-Posen machen, also die Typen hier, wenn man die anspricht, ich weiß nicht mehr wen davon. Sehr gut. Wenn man die anspricht, dann bekommt man was Schönes. Habe ich schon lange, aber habe ich irgendwie noch nie gezeigt. Und zwar den Zeitsoldatenanzug. Also die Klamotten, die dieser rothaarige Typ hier hatte. Aus den ganzen Dragon Ball Trailern, Dragon Ball Xenoverse Trailern. Von denen sich am Anfang jeder gefragt hat, wer ist das? Ja, das sind die Klamotten. Geil, ne? Haben wir schon gefragt, wann man die kriegt. So, und das haben wir. Da fehlt noch die 47. Dazwischen. Dann gucken wir mal. Bei Kid Trunks, der steht irgendwie die ganze Zeit da. Aber jedes Mal, wenn ich da vorbeigelaufen bin, ist er jetzt jedenfalls da gewesen. Wahrscheinlich ist er jetzt nicht mehr da. Jetzt ausgerechnet, wo ich ihn mal zeigen will. Weil den haben wir schon mal angesprochen. Der will irgendwie auch etwa irgendwas machen. 6-Sterne-Mission, was auch immer der letzte Rang war. Da ist er. Kommst du jetzt klar? Papa und ich, Son Gohans Papa. Glaubst du, du kannst uns alle besiegen? Nee. Super, super ultimativer Kampfserie. Aha, mir geht's gut. Das wird heftig. Ich sag zwar immer, dass die schwer sind, aber jetzt wo ich so darüber... Oh nein, ich muss alleine kämpfen. Nein, okay, jetzt habe ich sowieso verloren. Ja. Was macht ihr denn hier? Ich hab doch nicht gegen euch, wollt ihr mich verarschen?
sag zwar immer, dass die Kämpfe schwer sind, aber ehrlich gesagt bin ich selten verreckt, ne? Also ich habe selten eine Mission nicht geschafft, weil ich verreckt bin. Sondern immer nur, weil irgendjemand anders verreckt ist oder so. Ja, weiß ich nicht, irgendwas anderes nicht erfüllt worden ist. Tension an Tension sind die. Boah, Piccolo. Das gibt's einfach nicht. Fliegt da volle Möhre so da rein. Also, ist so an die Zeit von Son Gohan zurückgedacht. Als er Son Gohan von Nappa beschützt hat, oder was? Ja, weil es irgendwie voll schwachsinnig. Okay. Echt. Mein Meister. Lass mich dich fertig machen. Da ist er, Traurige. Ganzen Menschencharakter, die trainieren wie blöd, ne? Komm aber irgendwie nie klar mit den neuen Gegnern. So. Boah, ne. Zumindest sind die nicht so aggressiv, alle. Was das? Ja, sehr viel Schaden habe ich jetzt nicht bekommen. Auch wenn ich gegen 5 Leute auf einmal gekämpft habe. Also nicht auf einmal, aber ihr wisst schon. Gletscher. Hey, da waren wir noch gar nicht, glaube ich. Gletscher, hallo. Auf zur nicht kartierten Stadt. Ich wusste es. Ja. Natürlich hast du 2 Balken, ja super. Ich weiß nicht, wie viel HP die anderen Charaktere haben. Nicht das Gebiet, wo Broly bekämpft worden ist, in der Rückkehr von Broly. Wenn ich mich nicht irre. Oder also auch irgendwie in der Nähe einer Stadt oder so, glaube ich. Kann ich natürlich auch irren. Ich habe auf jeden Fall einen Verdacht, ob Broly in diesem Spiel vorkommt. Weil einer Zeit später darauf hindeutet. Also nehme ich mal an, der kommt hier nicht vor. Außerdem, wenn der nicht hinzugefügt worden wäre, ne, würden alle Broly-Fanboys hier an die Decke gehen. Ich bin ein Super Saiyajin wie dein Papa. Da kommt doch bestimmt gleich noch Gotenks, ne? Wo kommst du denn her? Und jetzt du einfach. Oh. Oh nein. Habt ihr den Blick gesehen, ey? Angsteinflößend. Ja, ich muss mich auf meine Ultimate verlassen. Tut mir leid. Boah, Trunks, du mit deiner läppischen Ultimate, ne? Ich kann darüber echt nur lachen immer. Wer irgendwie glaubt, jemanden damit treffen zu können. Oh nein. Da, ja, noch rausgeholt, sehr gut. Lass mich. Da cool euch das an. Ich bin nicht mal in der Nähe und der setzt seine Ultimate an. Er will er bitte schon damit treffen. So macht man das. Boom. Da bleibt dann noch Son Goten, Son Gohan und. Oh. Son Goku. Ist das? Oh Gott.
So, bis jetzt eine Energiekapsel verschwendet. Und ja. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass Broly im Spiel vorkommt. Wie gesagt, wenn der nicht hinzugefügt worden wäre, dann würden alle Broly-Fanboys in die Decke gehen. Die neigen irgendwie dazu zu übertreiben, wenn es um Broly geht. Habe ich so das Gefühl, oder habe ich jedenfalls gehört. Deswegen tut auch Team Forza wahrscheinlich nicht die Broly-Filme machen. Weil da machen die sich ja über den lustig. Und dann würden, ja, wieder alle an der Decke gehen. Da war man sich hier steigt wieder ein Gebiet. Okay, ich gehe erst in den Weltraum und dann gehe ich zur Kaioshin-Zeit. Da macht ehrlich gesagt sogar ein bisschen Sinn. Jetzt nur wüsste, wo der Dings ist. Das ist das Einzige, was mich nur ein bisschen näher stört an dem Spiel. Warum ist keine Karte im Spiel? Gletscher. Wo ist das Ding? Da bin ich blind oder was? Ja. Oh mein Gott, ey. Weil ich drück gar nicht darum, ich drück nach links, ey. So. Okay. Zum Goku, zum Gohan und zum Goten, ne? Wahrscheinlich sofort mit ihren Dingen, ne? Alter, schieb mal. Aber schon Goten, den mach ich als Erzblatt. Mit dir Son Gohan direkt wieder. Son Goten. Mal drauf achten. Wenn es nicht für die Ultimates wäre, ne? Hätte ich echt gar keine Chance gegen mehrere Gegner. Oder? Ich weiß. Geh weg. Warte, jetzt geht's um meine in die Fresse. Das kommt jetzt nicht so von Goku. Echt jetzt? Nein, wollte ich nicht. Guck dann an! Aua. So. Haben wir jetzt irgendwie den Hintern gerettet. Ja, geht an. Wie soll denn das schon möglich sein ohne Ultimates? Kannst du ja nur deine Ultimates spammen, um mir zu gewinnen. Boah. Weil mir halt unfair ist. Boah, echt? Hör jetzt auf damit. Der Unfair ist, die können das immer und immer wieder machen. Ihre Super Saiyan Formen, die tun ja nicht ablaufen. Das ist ja der Kack. Das ist ja der Kack immer. Die können das immer machen. Ich muss allerdings auf mein Ki ein bisschen achten. Ein bisschen. Fahr mich echt wieder mit anderen Rassen ist, wo man nicht immer seine Angriffe spammen kann. Fahr ich mich echt. Kannst du mir einen Gefallen tun, Falken? Ich glaube, der meist angesetzte... Boah. Bams. Bitte nicht weiter. Es geht weiter. Nein.
Oh Gott, Hilfe. Bitte nur ihm. Bitte nur ihn. Oh Gott. Da kommt doch noch irgendwas, oder? Vor allem, ich habe kein Ausrufezeichen gesehen. Also danach geht's noch weiter, glaube ich, wenn ich Pech habe. Hey. Kommt mir nicht so vor. Würde ja bedeuten, du bist schwächer als Bills. Oh, da war ein Finisher. Okay, Gott sei Dank. Ich will mal danach noch kommen. Vegetto wahrscheinlich. Okay, dann fehlen jetzt nur noch zwei Parallelquests. Juhey! Ich nehme ich doch noch einmal auf. Das wäre so eine blöde Mission, wo ich wieder jemanden schützen muss. Das war ja totaler Hammer. Ich muss mehr trainieren, das macht mich echt traurig. Es ist noch nicht vorbei. Wenn ich stärker bin, kämpfen wir nochmal. Papa, Son Goten, Son Gohan und Son Gotens Papa denken dasselbe. Wir kämpfen nochmal gegeneinander. Das ist ein Versprechen. Okay. Und dann gebe ich dir richtig in die Fresse. So, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Das sah sehr komisch aus. Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.